neuen Video auf meinem Kanal. Wir waren neulich mal wieder zu faul zum Kochen und deswegen haben wir uns Essen besorgt. Das heißt, wir haben im Restaurant angerufen, haben uns das vorbereiten lassen und wir haben es dann abgeholt. Und ihr seht hier die Webseite von dem Restaurant. Wir lieben Essen. Erleben Sie mit uns die türkische Gastfreundschaft, genießen Sie die feinsten türkischen Fleisch- und Fischspezialitäten. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Reservierungen können durchgeführt werden. Es gibt eine Mittagskarte mit diversen Nudeln und Salat. Was mich extrem stört, ist, dass die Webseite hier dauernd umspringt. Beziehungsweise, dass die Bilder unterschiedlich groß sind und dadurch die Webseite ständig verrutscht. Das macht mich irgendwie sauer. Davon abgesehen gibt es hier eine Mittagskarte, diverse Nudeln mit Salat, Börek, Pizza, Döner, Kebab, Teller mit Pommes und Salat, putengeschnetzeltes İzmir Köfte. Ich weiß leider nicht, was das ist. Ja, Rinderhack, Klößchen, Kartoffeln, Paprika, Tomatensauce mit Reis und Salat, Güveç. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Güvek, ich weiß es nicht. Panierter Fisch, Seelachs. So, dann gibt's Döner Debab, tatsächlich. Mit Kalbfleisch. Ah, die Webseite macht mich irgendwie aggressiv. Na gut, wir konzentrieren uns hier auf den Döner Kebab Teller, beziehungsweise den Rest schauen wir uns auch noch schnell an. Denn den gab's bei uns mit Pommes, Knoblauch, Joghurtsoße und Salat. Und davon abgesehen gibt es hier auch noch diverse Nudelgerichte. Ich weiß nicht, ob die wirklich typisch türkisch sind. Ich wage das zu bezweifeln. Hier mit Weißkäse und Gouda, Tomaten-Sahnesoße. Ich habe keine Ahnung. Börek klingt wieder typisch, finde ich. Vielleicht sollten wir da mal was probieren. Börek mit Rinderhackfleisch, Knoblauchwurst, Blattspinat, Dönerfleisch, Auberginen, Karotten, Zucchini, Blattspinat, also das Ganze in vegetarisch. Börek Pute, dann gibt es verschiedene Pizzen. Das finde ich auch schon wieder wild, aber wer weiß, wie die sind. Türkische Blechpfannengerichte mit Lamm und mit Linsen und mit Hähnchenbrust und Putenfleisch und so weiter. Aus dem Backofen gibt es verschiedene Gerichte, Gratins etc. Dann gibt es auch ein klassisches Rumpsteak zum Beispiel mit Champignonsauce. Ja, nichts für ungut, aber die Webseite, die ist sehr anstrengend. Wir können hier noch umschalten, also es gibt hier auch Suppen und Vorspeisen. Alter, die Webseite. Salate, Hauptgerichte, da waren wir gerade, Desserts und warme Getränke. Mit Sesam, Honig, Traubensirup und Pistazien gepresst. Klingt interessant. Verschiedene andere Getränke. Ja, und natürlich der obligatorische Ayran. Interessant, hier ist noch die Google Rezession, beziehungsweise hier sind 238 Google-Rezessionen, die das Ganze, ich sag mal, mit 4,5 Sternen ziemlich gut bewerten. Und wir gucken uns jetzt mal den Döner-Teller an, auf den ich euch vorhin schon mal hingewiesen habe. Abgesehen von der Webseite war das Gericht eigentlich ganz gut. Man kann das essen, vor allem wenn man schon lange keinen Döner mehr hatte. Das Fleisch ist ganz ordentlich, schmeckt nach Döner. Die Soße passt auch für meinen Geschmack etwas zu knoblauchlastig. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen mit Gewürz arbeiten oder so. Der Salat, ja, ist recht einfacher Eissalat gewesen.
Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Insgesamt würde ich dem Gericht eine gute Bewertung geben, wobei das nicht mein Lieblingsdöner ist. Trotzdem hat es immerhin so gut geschmeckt, dass ich vielleicht demnächst mal noch ein Börek oder irgendwas probieren werde. Ja, bis hierher, das war's erstmal von diesem Gericht. Vielen Dank fürs Zuschauen.